schön. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Kabarett und Kleinkunst hier auf Dreisat. Ich darf auch heute Abend wieder ein paar junge, aufstrebende Kollegen als Gäste begrüßen, die noch nicht zu den üblichen Verdächtigen in solchen Sendungen gehören. Und verdächtig ist man ja schnell in diesen Tagen. Sie wissen, über Nacht gehört man zu dieser linken, kommunistisch gesteuerten Clique, die versucht, den beliebtesten Minister der Republik zu stürzen. Der Heilsbringer der Union, wie kann man sich an sowas vergreifen? Ich bitte Sie, der Mann, der geht morgens zum Aufwärmen erstmal eine Runde über Wasser. Das verwandelt er dabei gleichzeitig noch in Wein. Ja? Was kann denn Karl Theodor Friedrich Ludwig Maria und was weiß ich noch alles, was kann der dafür, dass der in den Adelsstand geboren worden ist? Ja? Der Mann ist doch mit dem Glauben aufgewachsen, dass Doktor einer seiner vielen Vornamen ist. Was kann der... Was kann der Mann dafür, dass er unverschämt gut aussieht? Also im Vergleich zu Roland Koch oder Tilo Sarrazin. Was kann der Mann dafür, dass ihm als Gattin diese zauberhafte Ururenkelin von Frankenstein, Bismarck, zugelaufen ist? Da kann er überhaupt nichts für. Der Gutenberg, der hat noch nie was gekonnt. Also dafür. Der hat noch nie was dafür gekonnt. Oder getan. Ja. Und warum soll er bei der Doktorarbeit damit anfangen? Ich bitte Sie, wie stellen sich das die bürgerlichen Erbsenzähler eigentlich vor? So ein adliges Leben, das ist ja eine Überforderung in sich. Jeden Morgen muss erstmal das blaue Blut nachgefärbt werden. Ja? Das Teeren der Haare dauert Stunden, meine Damen und Herren. Man sagt ja, dass die Haare von Gutenberg im unbehandelten Zustand das einzig Aufrechte am ganzen Minister sind. Ja? Und wie soll er denn in so eine Tagesablauf von so eine Doktorarbeit reinquetschen? Zwischen Frühstück mit der Lieblingsstute, dem Striegeln der Ehefrau, wo soll das alles Platz haben? Ja? Und überhaupt Adel und Arbeit, das passt doch nur überhaupt nicht zusammen, oder? Das ist doch schlimm genug, dass sie so eine heutzutage in ein Amt wählen lassen muss, das ihm von Natur aus quasi zusteht. Und dann muss er den Pöbel, der ihn der Welt auch noch souverän nennen, in der Öffentlichkeit. Wissen Sie eigentlich, was das für eine Selbstbeherrschung kostet? Wie sagte der Freiherr neulich zu seinem Stiefelknecht? Ja, hat er gesagt, was geht das dieses bürgerliche, subalterne Dreckspack eigentlich an, was ich von wem abschreiben lasse? Aber solange die Dumpfbacken, die ihr Hirn in die Bildzeitung einwickeln, mich toll finden, ist doch eh alles egal. Zitat Ende. Jetzt Sie. Ja, wie, sagen Sie, ob der das wirklich gesagt hat? Natürlich hat er das gesagt. Also zumindest ist das nach meinem jetzigen Kenntnisstand. Meine aufrichtige Überzeugung. Sie mögen mich korrigieren, ich gebe zu, bei der Fülle des Materials, das mir zugespielt wird, verliere ich schon mal den Überblick über die Quellen. Aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, es ist nicht vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Ich würde niemals die Laufburschen des Adels missbrauchen. Oder sollte man Schreibburschen sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Andererseits, dann habe ich überlegt, sagen Sie mal, ein echter Akademiker, würde Sie sich so einen Riemen wirklich zusammenschreiben, wie der Gutenberg ihn verfasst hat? Ich habe mal ein Originalzitat für Sie aus der echten Gutenberg-Arbeit. In der Süddeutschen Zeitung war das abgedruckt. Von Seite 51 der Gutenberg-Arbeit. Europa als Gedanke, Gewissheit und Realität könnte am Ende dieser Stufenleiter angelangt und auf dem Wege zur Tradition zum Scheitelpunkt zwischen Konservatismus und Moderne werden, der weder die Option der Gratwanderung noch die Gelegenheit der Verbindung jener Elemente auszuschließen vermag. Ich darf Ihnen sagen, Sie können den Satz 100-mal lesen. Es ist und bleibt dieselbe Wichse, die ihr sie in die Haare schmiert, meine Damen und Herren. Für sowas kriegen Sie an der Uni in Bayreuth ein Summa Cum Laude. In anderen Städten werden Sie für sowas eingewiesen. Und zwar nicht in die korrekte Handhabung von Fußnoten, nein, sofort in die geschlossene.
Seit ich den Satz gelesen habe, weiß ich auch, warum der Doktorvater die ganzen Plagiate nicht entdeckt hat. Hören Sie, wer den Satz gelesen hat, soll ich noch mal? Ja? Der liest doch nicht weiter. Das tut sich doch kein vernunftbegabter Mensch an. Ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass bis zur vorletzten Woche überhaupt keine Sau jemals diese Arbeit komplett gelesen hat. Ja. Und das wird nirgendwo so sehr bereut wie in Bayreuth. Oder war es doch Kaufbeuren? Aber verkaufen muss man sich können. Und das kann der Gutenberg, ne? Das ist immer im Brust der Überzeugung. Die ersten Vorwürfe tauchten auf über die Plagiate. Da steht der Mann da und sagt, die Vorwürfe sind völlig abstrus. Und falls ich bei den 1300 Fußnoten einzelne falsch gesetzt haben sollte, werde ich das in einer Neuauflage korrigieren. 2 Tage und 100 entdeckte Plagiatseiten später steht er wieder da. Ich werde den Doktortitel vorübergehend, ich betone vorübergehend, niederlegen, um eine Prüfung zu ermöglichen und werde ihn dann selbstverständlich wieder aufnehmen. Und bis dahin werde ich mich nur noch mit der Uni Bayreuth über das Thema unterhalten. Nochmal 2 Tage später erklärt er, es ist alles Blödsinn, was ich geschrieben habe. Schwere handwerkliche Fehler. Ich fordere die Uni Bayreuth hiermit auf, mir den Doktortitel endgültig abzuerkennen. Weggetreten. Ne? Ja. Ja. Das muss man aber auch können, meine Damen und Herren. Mit dieser Selbstverständlichkeit sich dahinstellen. Sehen Sie, sowas saugt man mit der Ammenmilch ein. Das kann man nicht lernen. Ja. Das muss man drauf haben. Sich selber widersprechen im Brust und der Überzeugung. Das sind Volkshelden. Sehen Sie, wenn eine Andrea Ypsilanti nach der Wahl verdruckst etwas anderes sagt, als sie vor der Wahl gesagt hat, dann ist die politisch erledigt. Und wenn die Ulla Schmidt einen Dienstwagen missbraucht, statt den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, dann ist die auch erledigt. Man muss es verkaufen können. Es gibt nur noch einen anderen in Deutschland, der das so kann. Das ist Kaiser Franz Beckenbauer. Der kann sie auch dahinstellen, der weiß, er kann sagen, was er will. Es ist völlig wurscht. Die Leute lieben ihn. Und dieses Image hat der Gutenberg eben auch. Ja? Und jetzt reden wir doch mal Klartext. Der Herr Gute von und zu, oben offen. Entweder er hat wirklich nicht gewusst, was in der Arbeit drin steht, weil er sie gar nicht selbst geschrieben hat. Dann ist er ein verdammter Lügner. Oder unsere adelige Pomadenmischung hat genau gewusst, was sie da ihrem Doktorvater untergejubelt hat. Dann ist er ein verdammter Lügner und akademischer Betrüger. Oder er hat wirklich es am letzten Wochenende beim Durchlesen gemerkt, dass er auf 270 Seiten von anderen Leuten abgeschrieben hat, ohne es vorher zu merken. Dann ist der Mann zu blöd für irgendetwas, meine Damen und Herren. Da. Und jetzt überlassen wir dem Herrn Grafen die Wahl der Waffen. Ne? Ist er zu blöd? Ist er ein Lügner oder Betrüger? Ich glaube, er ist eine perfekte Mischung aus allem. Und deshalb ist auch das Beste, was die Union zu bieten hat, meine Damen und Herren. Nur wer lügen kann, ohne rot zu werden, das ist ein echter Schwarzer.